ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Central Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins eiskalte Wasser, um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohlauf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein.
Setz dich. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Hey, du. Du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid für die blöde Frage. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, gern. Tja,
Ich gehe wieder. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Alles klar, Lukas? Ja, Tiffany, alles klar.